Die Renaissance der Nachtzüge war für viele in der Bahnbranche eine der bisher größten Überraschungen der letzten Zeit. Noch vor wenigen Jahren wurden Bahnreisen über Nacht fast immer als verstaubt angesehen und waren nur für Randgruppen attraktiv. Das hat sich in den letzten Jahren massiv geändert. Nachtzüge sind stark im öffentlichen Diskurs. Immer mehr Menschen nutzen dieses Verkehrsmittel als umweltfreundliche Alternative, beispielsweise zu Kurzstreckenflügen. So entstanden in der letzten Zeit auch viele neue Verbindungen bzw. wurden früher bestehende wieder aufgenommen. Mit einem Mal kamen auch neue Anbieter hinzu und einige bestehende Unternehmen erweiterten ihr Portfolio um entsprechende Nachtverbindungen. Den Reiz dieser Nachtzüge macht aber nicht einfach die Fahrt über Nacht aus, die allein schon viele Vorteile bringt, sondern das Besondere sind natürlich die Nachtzugwagen, welche es den Reisenden ermöglichen, am nächsten Morgen ausgeruht an ihrem Ziel anzukommen. Und genau an diesen Wagen besteht seit geraumer Zeit ein Mangel, gerade auch da viele neue Verbindungen hinzugekommen sind. Außerdem sind fast alle Wagen im europäischen Nachtzugnetz in die Jahre gekommen und spiegeln so nicht immer den Preis einer solchen Fahrt wider. Aufgrund all dieser und vieler weiterer Gründe beschloss die ÖBB, sozusagen der Pionier des modernen Nachtzugangebots, vor 4 Jahren die Beschaffung komplett neuer Nightjets, um den Anforderungen der Fahrgäste und des modernen Bahnverkehrs zu entsprechen. Die ersten dieser Züge sind nun fertig und in diesem Video erfahrt ihr alles Wissenswerte und bekommt natürlich viele Eindrücke des komplett neuen Innenraums. Mitte August 2018 schlossen die österreichischen Bundesbahnen mit Siemens einen Rahmenvertrag für die Lieferung von bis zu 700 Tag- und Nachtzugwagen mit einem Volumen von bis zu 1,5 Milliarden Euro. An Nachtzügen wurden hiervon anfangs 13 Einheiten mit je 7 Wagen abgerufen. Mitte August 2021 wurden 20 weitere Einheiten bestellt, womit insgesamt 33 Züge bis 2025 an die ÖBB ausgeliefert werden. Abgesehen von einer völlig neuen Inneneinrichtung, zu der wir gleich kommen, bieten die Wagen, welche beinahe komplett neu entwickelt wurden, unter anderem leisere und besser gedämpfte Drehgestelle, kostenfreies WLAN mit Onboard-Portal, ein neues Fahrgastinformationssystem und mobilfunkdurchlässige Scheiben. Ein Zug besteht aus je 7 Wagen des Typs Viaggio Next Level. Konkret sind es 2 Sitzwagen, 3 Liegewagen und 2 Schlafwagen. Einer der Sitzwagen fungiert außerdem als Steuerwagen, als Zugfahrzeug kommen bestehende Lokomotiven zum Einsatz. 254 Menschen finden pro 7-Wagen-Einheit maximal Platz. Bei sehr hoher Nachfrage können die Züge auch in Doppeltraktion verkehren. Auf andere Art können aber keine Wagen hinzugefügt werden, da die Einheiten wie Railjets oder ICEs fest miteinander verbunden sind. Heute geht es vor allem um die innovativen Liege- und Schlafwagen. Hier zeigt sich eine klare Qualitätsverbesserung in der Ausstattung. Waren Liegewagen doch bisher oft mit 6 Liegen ausgestattet, sind hier nun nur noch 4 Liegen verbaut, also 2 statt 3 übereinander. Diese Liegen sind wie alle anderen Betten im Zug nicht wie bisher in Sitze verwandelbar, dafür sind sie aber stabiler und bieten besseren Liegekomfort. Unter den Betten kann wie gewohnt Gepäck verstaut werden. Die Länge aller Liegen bzw. Betten beträgt unabhängig von der Komfortklasse 1,89 m. Die Wandteile an den Seiten sind mit Stoff verkleidet, was ein angenehmes Gefühl erzeugt. Die Liegen werden zum Fußende hin schmäler. Ob das störend ist, wird sich erst zeigen, wenn man dann wirklich im Zug schläft. Vom Bett abgesehen gibt es in allen 3 Komfortkategorien Steckdosen, USB-Anschlüsse, Möglichkeiten zum drahtlosen Laden und ein umfangreiches Kontrollpanel zur Steuerung des Lichts. Die eingebauten LED-Streifen können nämlich nicht nur ein- und ausgeschaltet werden, sondern auch gedimmt. Außerdem kann hier die Temperatur in mehreren Stufen reguliert werden. Und, Achtung Gimmick, auch die Farbe des Lichts kann umgestellt werden. Zum Thema Sicherheit, die Gänge der Wagen sind videoüberwacht und alle Abteiltüren sind wie im Hotel mittels NFC-Schlüsselkarte versperrbar. Neben den klassischen Liegewagen gibt es nun auch eine neue Kategorie im niedrigeren Preissegment, die Mini-Capsules. Dies sind kleine Schlafkojen zum Hineinkriechen und somit ideal für Alleinreisende. Jede Kapsel besitzt einen Fensterteil und einen ausklappbaren Tisch, der auch als Spiegel dienen kann. Außerdem sind für jeden Gast ein Schuhfach und ein Kofferfach angebracht, diese sind natürlich ebenfalls versperrbar. Außerdem gibt es hier Klappsitze am Gang, wenn man morgens oder abends nicht in der Koje sitzen oder sich unterhalten möchte.
Personen, die zu zweit reisen, können übrigens eine Art Rollo am Kopfende der Minikapsel öffnen und so miteinander sprechen. Dusche und WC sind wie bei den normalen Liegeabteilen auf dem Gang vorhanden. Auch wenn es noch keine Preise für diese neue Kategorie gibt, ist anzunehmen, dass sie preislich attraktiv und entsprechend beliebt sein wird. Eine Stufe darüber sind wie gehabt die Schlafwagenabteile anzutreffen. Sie haben wirkliche Betten mit mehr Liegefläche, die ebenfalls zum Fußende schmäler werden. Die Abteile für drei Personen gibt es in den neuen Zügen nicht mehr, sondern nur jene mit Zweierbelegung. Das bedeutet aber auch, dass die Einzelschlafwagenabteile künftig wegfallen. Hier sind dann wohl die Mini-Capsules die passendere und günstigere Alternative. In den Schlafwagen gibt es zusätzlich noch einen Sitzplatz, mehr Verstaumöglichkeiten und ein WC mit Waschbecken im Abteil. Eine Duschmöglichkeit ist ebenfalls in jeder Schlafwagenkabine vorhanden. Hier ergießt sich das Wasser dann aber über das WC und dessen Fußboden. Eine wirkliche Duschkabine gibt es dann in den Comfort Plus Abteilen. Diese besitzen zudem noch eine großzügige Garderobe und sind somit, ähnlich wie die aktuellen Deluxe Abteile, das Flaggschiffprodukt des künftigen Nightjets. Doch ganz egal in welcher Kategorie, der neue Nightjet ist gegenüber den bestehenden in wohl praktisch allen Belangen eine enorme Aufwertung, mit der Nachtzüge nun auch in ihrer Ausstattung im 21. Jahrhundert ankommen. Eine endgültige Bewertung kann man aber erst abgeben, nachdem man den Zug dann auch auf einer Fahrt erlebt hat. Bis das möglich ist, müssen sich alle Nachtzugfreunde aber noch etwas gedulden. Die ersten Züge werden in genau einem Jahr, also im September 2023, in den regulären Einsatz gehen. Sie werden zuerst auf den Verbindungen von Wien und München nach Rom, Venedig und Mailand fahren. In Folge sollen die neuen Züge neben Österreich, Deutschland und Italien natürlich auch die Schweiz, die Niederlande und weitere europäische Ziele anfahren. Die Bestandswagen, welche durch die neuen Einheiten abgelöst werden, sollen großteils auf anderen Linien in Betrieb bleiben und so teils auch neue Relationen ermöglichen. Auch Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und ÖBB-CEO Andreas Matthä sind natürlich von den neuen Zügen überzeugt. Und wie ich das jetzt gesehen habe, von diesem Zug und von diesem Interieur, bin ich überzeugt, dass das eine große Freude sein wird für ganz viele Menschen. Ich bin aber regelmäßige Kundin auf neuen Strecken, also das heißt Brüssel, Amsterdam, Regens, Zürich. Da würde ich Ihnen das sehr intensiv gewünscht, in so einem Rennen auseinandergesetzt. Haben wir auch Wortarzt gehabt und das tatsächlich auch ausgetestet, weil man ja viele Wünsche dann letztendlich unter einem Hut oder in einem Zug möchte und muss, wenn man auch ein sehr bekanntes Design. Büro, wir sind hier auch zusammengearbeitet, weil es ganz wichtig ist, dass wir auf der einen Seite mehr Kontrollen schaffen, zum zweiten aber auch ein Stück weit mehr Platz wäre, gerade im Mittelraumbereich, das ist ja noch immer wieder ein Thema, und ein bisschen mehr Platz war auch gewünscht, auch von mir, muss ich ganz offen sagen. Neben den hier gezeigten Wagen wird es pro Zug außerdem einen Wagen mit barrierefreiem Einstieg und einem ebenso zugänglichen Abteil und WC geben. Außerdem haben im Multifunktionswagen 6 Fahrräder Platz und es gibt mehr Raum für Gepäck und beispielsweise Ski- und Snowboard-Equipment. Diese Wagen sind aktuell aber ebenso wie die klassischen Sitzwagen noch nicht von innen gezeigt worden. In einem Jahr werden Fahrgäste also auf den ersten Strecken mit neu bis zu 230 km pro Stunde in topmodernen Zügen durch die Nacht fahren können. Und es ist zu erwarten, dass diese neuen Nightjets die Nachfrage nach Nachtzugreisen noch weiter verstärken werden. Und das freut dann sowohl die ÖBB als auch die Fahrgäste und natürlich die Umwelt.